Sie zogen durchs Frankenreich und hatten Not. Sie wurden bedrängt von 2 Grafen und ihren Mannen. Doch zuletzt haben sie sie überwunden und dabei viel Gut gefunden. Sie zogen den Rhein hinauf und fanden ein Land zum Blieben, das ihrem Lande gleich war. Der Oberst, Schweizerus genannt, ließ sich den Flecken geben. Die Gegend ist das Brachenwirr, daran da wuchs viel Fleisch und Milch und auch viel schönes Korn. Schweizerus Rach war das genannt, ist manchen Menschen wohl bekannt, aus Städten war er.